gibt immer noch Leute, die stigmatisieren und damit andere Personen verletzen, indem sie ihnen einen Stempel aufdrücken. Seit ein paar Jahren bin ich auf der Suche nach der wirklichen Ursache von all meinen Problemen und hoffe auf ein baldiges und für mich akzeptables Therapieziel. Und gleichzeitig wünsche ich mir einige Verbesserungen für das Verständnis psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft. Anhand meiner Erfahrung möchte ich aufzeigen, wie es sich für eine Person anfühlen kann, wenn andere sie als psychisch krank betiteln. Beginnen will ich mit dem Begriff Gaslighting. Das ist eine Bezeichnung für eine absichtliche Manipulation, bei der eine Person gezielt verunsichert und in den Wahnsinn getrieben wird, bis die Zielperson an der Realität zweifelt, krank wird und irgendwann zusammenbricht. Viele Personen, die psychotische Zustände erlebt haben, wollen die Vergangenheit verdrängen und hoffen, dass der Albtraum endet. Oft sagen die Außenstehenden, das kenne ich auch schon erlebt. Habe ich auch schon erlebt. Aber in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung, wie es in der anderen Person innen aussieht. Jeder empfindet es anders. So eine Vergangenheit mit solchen Diagnosen macht alles anstrengend und extrem kompliziert. Das führt zu Unsicherheiten, die wir ohne so eine Diagnose nicht hätten. Irgendwann hat man keine Kraft mehr und gibt auf und akzeptiert die Meinung von außen. Das Leben mit psychischen Diagnosen macht den Alltag extrem schwierig, weil man aus Angst immer darauf achten muss, was man fühlt, denkt und sagt und tut. Damit man nicht als durchgeknallt abgestempelt wird. Jede Handlung muss man vorher hinterfragen, ob das dann nicht als psychotisch gewertet werden könnte. So einen Stress wünsche ich wirklich kein einziger Mensch auf dieser Welt. Man darf auf keinen Fall auffallen, nichts Komisches tun. Wenn andere, die keine Diagnose haben, das Gleiche machen würden, wäre das vor der Mehrheit gewesen, völlig normal. Sind Klimaaktivisten, die sich mit ihrem Hintern auf die Straße kleben, normal? Oder fehlt ihnen einfach eine Diagnose, damit alle sagen würden, die sind ja gestört? Wenn jemand die Krankheit abstreitet und laut aussprechen würde, dann würde das heissen, dass wir nicht therapierbar sind. Wir wollen sich nicht helfen lassen. Somit bleibt nichts anderes übrig, als alles zu bejahen und zu sagen, dass sie die behandelten Personen recht haben und dass man jetzt einsichtig ist. Eine Person, die lange Zeit verschiedene Therapien und Medikamente versucht hat, könnte sich auch folgende Frage stellen. Bin ich gegaslightet geworden? Stimmt die Diagnose in den Akten? Habe ich eine andere Krankheit? Wenn die Krankheit einen anderen Namen hat, wenn es dann einfach, wenn es Psychoseerfahrung genannt wird und das altmodische Wort neu erfunden wird. Psychische Krankheiten können physische Krankheiten auslösen und auch umgekehrt. Benötigt physische Probleme zu psychischen Belastungen führen. Es ist ein Zusammenspiel wie bei den vier Elementen. Wasser, Erde, Feuer und Luft, für mich sind die vier Elemente der Gesundheit, der Körper, die Psyche, das Umfeld und die eigene Meinung. Denn auch da gibt es Zusammenhang, Ursache und Wirkung. Was ist der Auslöser von allem? Gibt es überhaupt einen Anfang und ein Ende? Oder ist es ein endloser Kreislauf? Ist jeder Mensch belastbar? Kein Mensch ist belastbar. Und wenn, dann spielt es das noch, denn dass sie belastbar sind. Jeder hat sein Pokerface.
Behinderung. Was ist eine Behinderung? Es gibt ganz viele Behinderungen, nämlich seine Schwachstellen. Denn jeder Mensch hat eine Behinderung. Behinderungen sind nichts Schlimmes. Weil man kann mit jedem Mensch auf seine Art kommunizieren. Leider gibt es auf verschiedene Arten auch Missverständnisse. Jeder Mensch darf dann aus seiner Behinderung oder Schwachstellen lernen, so wie die Außenstehenden auch. Was benötigt es dafür, dass die Gesundheit wieder hochbekommt? Es funktioniert das Gesundheitssystem, Ursache und Wirkungen wissen, Diagnose und verschiedene Therapien wie Logo, Ergo, Physiomedi und so weiter. Abschließend will ich nur ein paar Worte sagen, dass ich froh bin, dass ich so drei tolle Kinder habe. Ohne sie wäre ich nicht mehr da. Und würde auch nicht da stehen in meinem Lebensweg, wo ich jetzt bin. Ich will die Verantwortung übernehmen und sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Ohne jedes Mal eine Rechtfertigung müssen geben. Denn ich wünsche dem Kind ein selbstbestimmtes Leben, weil jedes meiner drei Kinder ein Individuum ist und das Recht hat auf ein selbstbestimmtes Leben. Mit all ihren Fällen, Ecken und Kanten und ohne ein Stigma. Denn meistens leiden die nächsten Verwandten und Bekannten genauso mit wie die betroffenen Menschen selber. Als letztes möchte ich noch bemerken, dass es den Begriff Komorbidität gibt. Das sei, dass bei einigen Grunderkrankungen ein oder mehrere Krankheiten vorliegen können. Oft überlappen sich psychische Störungen so sehr, dass man einem Mensch viele Krankheiten zuordnen kann. Wo fängt es an und wo hört es auf? Alle haben recht glücklich zu sein. Ich kann es dir im Rucksack drehen. Es ist egal. Wasser, Erde, Feuer oder Luft. Ich kann es ist ja gib nicht auf. Gedanken, was könnte abgehen, würdest du auf der anderen Seite stehen. Oh. Und wenn ich dort sprach, hey, mir plötzlich die Worte gefällt. Es könnte abgehen, würdest du auf der anderen Seite.